Und weiter geht's mit Let's Play Command & Conquer. Der Tiberium-Konflikt. Und wundert euch nicht, dass keine Musik da war. Ich hab mal kurz rausgetappt, denn ich hatte was im Hinterkopf. Und das hat sich jetzt richtig bewahrheitet. Also. Nun. Ihr seht, wir haben jetzt drei Missionen. Ich möchte euch mal ganz kurz aufklären. Zwei dieser Missionen sind Kommandomissionen. Bei einer haben wir eine Basis. Tatsächlich. Ich glaube, diese war es hier. Wenn wir diese wählen, die hier in der Mitte, da haben wir Basisbau dabei. Die anderen beiden sind Kommandomissionen. Und die ist es richtig hart. Wäre natürlich schön, wenn wir den einfachen Weg wählen. Aber wisst ihr was? Einfach vor wir lols, ich nehme die schwere Mission. Es sind tatsächlich sogar zwei verschiedene grundsätzliche Aufsplittungen. Das hier ist einfach nur Gegner vernichten, wenn ich es richtig gesehen habe. Und das hier ist tatsächlich mehr oder weniger ein Orca-Diebstahl. Eine Orca-Diebstahl-Mission. Wisst ihr was? Ich nehme die mit dem Orca-Diebstahl. Einfach nur vor wir lols. Das ist, die Mission ist knüppelhart. Ich glaube, das ist eine der ekligsten sogar im Spiel, die ich in Erinnerung habe. Lustigerweise habe ich die damals, als ich gespielt habe, sogar, glaube ich, ausgewählt. Ja, guck mal einfach mal. Werden wir einfach mal glücklich. Zentralafrikanische Republik. Bevölkerung 3 Millionen. Also, wie im Voraus. Normalerweise gucke ich nicht im Voraus, was ich spielen soll. Aber da habe ich jetzt einfach mal, weil ich jetzt schon das Walkthrough gerade hatte, wegen der letzten Mission, habe ich einfach mal geschaut, okay, die nächste Mission hat wieder 3 zur Auswahl. Und ich habe nur am Thumbnail schon gesehen, ach du Scheiße, es ist diese Mission. Und da habe ich mal ganz kurz reingeschaut, was die Alternativmissionen sind. Und als ich die eine Mission gesehen habe, bei der du einfach eine Basis baust, Panzer ausbildest und über den Gegner drüber rollst, dachte ich, ihr wollt mich schon verarschen, dass das die Alternative dazu ist. Das ist richtig, richtig gemein. Also, eine der Missionen, da baust du einfach deine Base auf, kannst ein paar Panzer bauen und gut ist. Das ist, ja... Bei der Mission... Oh, das ist eine der schlimmsten, die ich im Hinterkopf habe. Das wird lustig. Also. Beherrlichkeit 65%, Korruptheit 41%, Militärstand 49%. Alles klar. Tja. Dich hält ja wohl gar nichts auf, wie? Aber Kane ist wohl doch nicht so beeindruckt von dir, wie ich dachte. Er hat dich abkommandiert zu einer simplen Propagandamission. Brich in diesen GDI-Stützpunkt ein und stiehl ihr neues Spielzeug. Es ist der Orca, ein extrem schneller Angriffshubschrauber. Zerstöre damit dieses Dorf. Das sollte doch ein Klacks sein für jemanden von deinem Kaliber. Es ist echt Wahnsinn, wie übertrieben angepisst, salty, eingeschnappt, eifersüchtig der Typ ist, ne? Aber gut, Seth, Entschuldigung. Im Übrigen, ich glaube, die Zwischensequenzen unterscheiden sich ebenfalls doch. Weil das ist die einzige Mission mit dem Orca-Diebstahl. Bei der anderen Mission sieht man auch eine Zwischensequenz vorher, diese so GDI-Panzer fahren, statt dem Orca. Ich glaube sogar, weil er jetzt hier den Orca erwähnt hat, ich glaube sogar, dass Seth was anderes zu uns sagt. Wisst ihr, ganz kurz, ich mache mal einen Cut. Das würde ich mal ganz kurz bestätigen. Ja oder nein? Yep. Bestätigung geholt. Es sind tatsächlich verschiedene Zwischensequenzen. Weil das hier heißt Orca Weft. Also die Missionen sind auch anders betitelt. Das hier ist einfach Orca Diebstahl. Und die anderen beiden Missionen heißen Sick and Dying. Also hier krank und sterbend quasi. Und hier geht es wirklich darum, den Orca zu stehlen und das als Angriff der GDI zu tarnen. Und bei den anderen heißt es einfach hier, ja, lösche die Zivilisten aus und keine Sorge, es gibt kaum GDI-Widerstand, das sind hauptsächlich Wissenschaftler. Hat er das so gemeint. Und die Missionen sind auch anders aufgebaut. Also tatsächlich, wir haben jedes Mal Mission. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bin ich ja fast im Überlegen, ob wir beides einfach spielen, ne? Aber gut, von der anderen Mission gibt es zwei verschiedene Varianten. Einmal eine, wo du von Anfang an eine Basis hast, dann die andere Mission, da hast du... Jawohl, Sir. Sicher auf. Keine Basis am Anfang, nur ein paar Truppen, aber du bekommst später ein MBF als Verstärkung dazu. Also das heißt, du kannst da auch eine Basis aufbauen. Hier kannst du dir eine Basis von der GDI klauen, aber es ist um einiges schwierig. Also das ist mit Abstand die schwierigste Mission. Ich bleib trotzdem mal beim Story. Also ich würde mal sagen, wir machen trotzdem Mission 8 als nächstes. Ich mache einfach Missionen nach und nach, statt zu sagen, wir machen Mission 7 alternativ. Falls es euch interessiert,
werde ich an der Stelle, ich hoffe, ich denke dran. Ansonsten erinnert mich dran. Ich verlinke mal das Walkthrough, bestätigt, wo ich das gesehen habe. Das könnte sehr, sehr interessant sein, tatsächlich. Weil das ist tatsächlich nicht mal nur die gleiche Mission, nur mit ein bisschen anderen Map-Design, wie es ansonsten ist bei dem Spiel. Das sind wirklich unterschiedliche Missionen, die du hier auswählen kannst. Es sei denn natürlich, wir müssen die anderen trotzdem... Es könnte natürlich sein, dass wir die anderen trotzdem spielen müssen, aber ich glaube es fast nicht. In Ordnung. Ich werde... So weit habe ich nicht vorausgeguckt, wie gesagt. Hier haben wir Tiberium. Das ist wunderschön. Oh, hi. Ich meine, ich könnte natürlich hergehen und also wir hätten natürlich auch ein Let's Play machen können von allen Missionen, aber wie gesagt, bei den meisten Missionen lohnt es sich nicht, weil es nur ein bisschen alternative Aufbauer sind, das sind sowieso schon bekannte Missionen. Das hier wäre die einzige, bei der ich jetzt bis jetzt sagen würde, wirklich, es lohnt sich. Wohl. Oida, was? Oida, was? Ja, danke. Okay. Breche auf. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Also ich muss gestehen, ich weiß schon den Standort der GDI-Basis. Ich habe ja die Mission, wie gesagt, mal kurz hingeschaut. Ja, genau. Boah. Was einfach mal so, wenn man sich davon haltet. Du könntest auch mal drin. Wenn der Gegner Flammenpanzer hat, Flammenwerfer. Einmal instant alle Infanteristen weg, wenn ich mache, dann verfehlt das mal 50 Mal. Aber bis jetzt gefällt mir der Fortschritt eigentlich. Oh, das hat nicht richtig gezählt. Ich mach trotzdem mal die ganzen Flammentruppen weg, weil die werden in Kombination mit meiner Armee ein halbes Selbstmordkommando darstellen. So, jetzt möchte ich auch mal hier überqueren, wenn jetzt gerade mal die Ruhe ist. Oh, das hat gut funktioniert. Nicht schlecht. Aber wie gesagt, ja komm, dann machen wir es so. Sollte euch die alternativen Routen interessieren, wie sie aussehen, einfach nur. Dann nutzt einfach das Walkthrough, was ich verlinkt habe. Dass wir einfach den ganz normalen Missionsfortschritt haben. In Ordnung, in Ordnung. Bestätigt. Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, breche auf. Bestätigt. Breche auf. Jawohl, bestätigt. In Ordnung. Breche auf. Bestätigt. Bestätigt. Breche auf. Bestätigt. Okay. Okay. Jetzt müssen wir eigentlich relativ bald bei der GDI-Base sein. Dabei, dabei, bin schon dabei. Zwei Explosivfässer, die sich gegenseitig beschießen, regelrecht. Jemand vollgepackt mit 50 Granaten, der andere mit dem Flammentank. Herzlichen Glückwunsch. In Ordnung, bestätigt. Congratulations.
Jetzt hier Server Collision. Du müsst jetzt gleich noch. Yep, genau dich meine ich. Ja, wollte ich gar nicht gesehen haben. Vielen Dank für deinen ehrenvollen Einsatz für die Bruderschaft. Breche auf! Warum bist du so verletzt, Turm? Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Turm, hör auf zu explodieren, das ist irritierend. Jawohl, Sir. Was sag ich dir? Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Bis jetzt gefällt es mir trotzdem noch ganz gut. Ja, ich möchte der GDI jetzt nicht unbedingt so viele Ressourcen wegnehmen. Verdammt nochmal. Denn die Basis, ich würde die gerne selbst ein bisschen plündern. Das sind Tiberium-Silos mit drin. Wie gesagt, dass ich da jetzt mal die Mission kenne im Voraus, ist jetzt eine Ausnahme. Einfach nur, weil ich gerne... Weil ich, wie gesagt, ich habe es gleich im Thumbnail gesehen und habe mir gedacht, oh Gott, das ist die Mission. Ich habe es sofort erkannt und dachte mir, okay, da möchte ich jetzt mal ganz kurz gucken, wie die Alternativen aussehen. Und war dann tatsächlich überrascht, dass das dann so in die Tiefe geht. Eigentlich müssten die Raketenschützen outrangen können, aber sie tun es nicht. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Breche auf! Jawohl, Sir! Breche auf! Jawohl, bestätigt! Breche auf! Breche auf! Jawohl, Sir! Einheit verloren. Ja, super. Ich würde gerade sagen, du schaust mal ein bisschen vor. Gleich ins Denk kaputt. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Okay, alles klar. Jawohl, Sir! Was sagt eigentlich hier der Auftrag? Die GDI ist verwundbar für die tödlichste aller Waffen, nämlich Informationen. In der GDI-Basis in ihrer Gegend steht ein neuer Kampfhelikopter, der Orca. Stehlen Sie ihn, fliegen Sie damit zum Nachbardorf und vernichten Sie es. Wir schieben den Angriff der GDI in die Schuhe. Oh. Woher kommt uns das nur bekannt vor? Auf gewisse Weise spielen viele Sachen parallel. Natürlich, wir nehmen die Stories bei Command Conquer immer bei den Fraktionen einen anderen Verlauf dann, wenn man durchspielt. Wäre natürlich interessanter, wenn das trotzdem genau parallel spielen würde, nur aus Nord-Sichtweise, aber trotzdem gleich ausgeht. Aber hier haben wir, ist schon wieder eingeschlafen am Steuer, kann das sein? Hier haben wir halt wieder Command Conquer typisch den Fall. Unterschiedlicher Verlauf. Aber ein paar Sachen sind trotzdem, die parallel abstehen, wie beispielsweise dieser Angriff der GDI, der vorgegaukelte. Mensch, 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 große Massen an Infanterie, was macht man denn da nur? So, ich will jetzt mal gerne wissen, was mich hier erwartet. Also auch ein bisschen mehr, ach du Heilige. Okay, die sind hier perfekt in Reihe und Glied aufgestellt. Ich frag mich, ob die auf mich aggro werden, wenn ich den Sammler angreife. Als Information, mit denen kann ich was anfangen. So. Jawohl, in Ordnung. Knacks. Jawohl, gegen diese Menge an Infanteristen jetzt natürlich geholfen, will ich. Jawohl, Sir. Das ist unglaublich, ey. Jawohl, Junge! Sir. Dein Leben kann dir doch nicht so wertvoll sein. Wäre das eine Straftat, ne, aber trotzdem. Wenn ich BMTs hätte, wäre das ein leichtes oder so. Ey, was ist das für ein Eiertanz? Hier würde ich ja durchkommen, sollte ich schießen dürfen. Es ist doof. Wenn ich jetzt den Sammler anschieße, kommt was zu mir?
Ich könnte ihn einfach kaufen, aber das bringt nicht viel. Also sie schicken was vorbei, aber nur so ein Wüstenjäger, der ist... Das ist interessant. Sie haben den Panzer hier weggeschickt. Und den haben die echt ziemlich geopfert. Das gefällt eigentlich. Jawohl, Sir. In Ordnung. In Ordnung, räche auf. Das ist eine angenehme Veränderung. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Kann ich mal mit den beiden Panzern vorstoßen und mal hier die Verteidigung kaputt machen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Der Föderist macht mich echt kirre. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Gehst du zurück. Musst du jetzt nerven. Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, in Ordnung. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, bestätigt. Jawohl, Sir. Da will jemand unbedingt zeigen, wie toll er ist. In Ordnung. Vier Ingenieure. Jawohl, Sir, in Ordnung. Und da jawohl, kommt wieder Infanterie Sir, an. In Ordnung, jawohl, Sir. Jawohl, in Ordnung, in Ordnung. Was zur Hölle? Bestätigt. Was machen die da immer? Muss ich das verstehen? Und du noch. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Mit Glück kann ich mit dem Panzer hier tatsächlich das meiste überfahren, einfach. Mit Pech nicht. Wer gesagt, die Mission ist eklig. Bestätigt. Genau die habe ich sowas von genau noch im Hinterkopf gehabt. Jawohl, Sir. Bestätigt. So, versuchen wir mal ein bisschen hier durchzufahren. Jawohl, Sir. Mit der Wand durch jawohl, den Kopf und so. In Ordnung, in Ordnung. Jawohl, Sir. In Ordnung. Breche auf. Breche auf. Breche auf. Breche auf. Nom 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 nom. Wie ein Tiberium-Ernte einfach nur. Breche auf. Lecker Infanterie. Nom 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 nom. Okay, das geht ziemlich smooth, muss ich sagen. Nein. Nein. Ich hatte es fast. Komm, ich... Es muss nur der zweite Panzer muss es schaffen. Dann kann ich nämlich hier von der anderen Seite... Genau. Auf den zu schießen und dann geht er kaputt. Und dann, dann ist eigentlich der Weg frei, ne? Das ist also das, wir machen den Weg frei Prinzip. Dann kann ich mir den Orca holen. Komm, mach ich mal einen Infanterist raus. Nice. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Hi. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Hi. Nein. Oh, komm schon, Spiel. Warum kommen die Grenadiere jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war wirklich der letzte Punkt, wo ich gespeichert hatte. Oh, nö. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Was war's? Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir.
nom, 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 nom. In Ordnung, in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Nicht stören lassen. In Ordnung. Brecher auf. Jawohl, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Ja, das ging fluffiger. Ich muss sagen, damit gebe ich mich sogar noch mehr zufrieden. Dankeschön. Nein, nein! Sag mal, bist du Boah, meine Güte! Nein, nein, nein! Hörst du auf, auf den Orca zu schießen? Meine... Warum schießt du auf den Orca? Meine... Nein, 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 danke. Mann. Da kriegst du die Krise, ey. Jawohl, Sir. Brecher auf. Jawohl, Sir. Bestätigt, bestätigt. Jawohl, Sir. Brecher auf. Alles klar. Alles jetzt wieder gut. Alles gut, alles glücklich. Jawohl, Sir. Bestätigt. Ja toll, jetzt kommt der Infanterist raus. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Schon dabei. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Schieß dir mal wieder zurück. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Okay, das soll genügen. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Breche auf. Bitte alle Mann durch. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Alle Magne durch. Jawohl, Sir. Alle Mann hier. Alle durch. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. So, Raffinerie. Jawohl, jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Holen wir uns mal noch Kaserne jawohl, und Silo. GDI-Gebäude wurde erobert. GDI-Gebäude wurde erobert. Warum habe ich das Tiberium jetzt nicht übernommen? Dann hole ich mir wenigstens den Sammler, wenn er reinkommt. In der Zwischenzeit kann ich schon mal gucken, dass der Panzer wegkommt. Jawohl, Sir. Weil der wird meinen Sammelbestreben im Wege stehen. Der Orca sieht in der Nordfarbe eigentlich auch ziemlich cool aus, muss man sagen. Wow, das hat ja echt viel gebracht. Jawohl, Sir. Meine Begeisterung ist rauszuhören, nicht wahr? Jawohl, Sir. Breche auf. Dankeschön. Ah, jetzt habe ich das Silo. Okay. Seltsam, aber gut. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ich glaube jetzt nicht, so hole ich mir das Kraftwerk. Der Ingenieur, das ist ja zum Einschlafen. Jawohl, Sir. Breche auf. Gehen wir mal ein bisschen hochkommen. Jawohl, Sir. Du kriegst mal die Nummer. Ich meine, klar könnte ich auch mit dem Panzer machen, aber hey, warum würde ich dazu kostenlos mit dem Orca kann? Himmel dauert das Leck um. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Einheit bereit. Ich glaube, jetzt könnte ich sogar schon die Mission schaffen, indem ich jetzt einfach nur... Da war das, okay. Einheit bereit. Aber komm. Wird gebaut. Wir machen einfach die volle Ladung. Einheit bereit. Volle Ladung ins Gesicht.de. Ember, lieben wir. Jawohl, Sir. GDI-Gebäude wurde erobert. Wird gebaut. So kennen und so lieben wir es. Einheit jawohl, bereit. In Ordnung. GDI-Gebäude wurde erobert. Ja, ein Kraftwerk muss es jetzt auch noch sein. Konstruktion fertig. Okay, muss ich jetzt... Kann sein, dass das Schiff mich abschießen kann. Nur mal so aus Interesse. Ich meine, ich kann bestimmt auch Walkers Nachbar... Nee, kann ich jawohl, nicht, okay. Schauen wir mal, wenn ich das Schiff beschießen will. Jawohl, Sir. Nö, es schießt nicht zurück.
interessant. Okay, dann muss ich doch nicht Acht geben drauf. Okay, jetzt soll ich ja bloß Dorf vernichten, ja? Ja, gut. Weil zufällig ist es schon ziemlich ramponiert. Die hat schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet, glaube ich. In Ordnung. Dann machen wir mal Boot. Boot, 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 Boot. Oh, hi. Uncool. Das ist schwer uncool. Was mache ich gegen den Typen mit Raketenwerfer? Ah, das ist... Oh, da war ein anderes Kraftwerk. Krieg ich den irgendwie tot? Ja, krieg ich. Okay, dann ist alles gut. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Ja, damals bei Westwood, da hat man sich beim Missionsdesign noch gedacht, ja gut, da sitzt die halt mal ein paar Stunden dran, mit dem Orca alles langsam kaputt zu machen und erstmal langsam die Sachen einzunehmen. Ist tatsächlich mehr Puzzle als alles andere. In Ordnung, in Ordnung. Jawohl, Sir. In Ordnung, bestätigt. Das muss nicht landen, ne? Ich weiß nicht, ob ich einen neuen bauen dürfte, wenn er weg ist, aber ich glaube es fast nicht. Wird gebaut. Wie schaut denn eigentlich der M1A1 aus auf GDI? Oh, irgendwie. Wie schaut der M1A1 wohl aus auf GDI-Seite? Hm, würde mich echt mal interessieren. Ja, genau, sehr, sehr, sehr gut. Geschlussfolgert. So, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen, würde ich sagen. Nee, ich würde sagen, lieber nicht. Mal lieber nicht die Kirche im Dorf lassen. Der braucht schon Bescheidenheit. Wenn er die Bruderschaft hat, ne? Jawohl, so, wir werden gleich mal sehen, ob das Gebäude reicht oder ob ich auch die ganzen Zivilisten höflich aus dieser Welt geleiten lasse. Jawohl, Sir. Ja, wunderbar. Sie haben mir Reich erzielt. Wunderbar. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Mission 8. Finde ich dann doch passender. Wie gesagt, 1975 am Ende. Finde ich, wie gesagt, passender. Sollten euch die Alternativmission interessieren, könnt ihr mal gucken. Aber wir machen jetzt einmal mal mit der Story weiter, würde ich sagen. Das passt schon so. Also mit Mission 8. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen und... Bis zur nächsten Folge.